Hallo Zuschauer, die neue Season Soldiers of Fortune hat angefangen in World of Tanks und wie zu jeder Season schaue ich mir die ganzen Panzer oder die ganze Belohnung aus dem Season Pass, aus dem ultimativen Season Pass zusammen mit euch an und nenne auch weitere Änderungen, die ja, die halt in der Season schon oder zusammen mit der Season hinzugekommen sind. Und man sieht es direkt hier. Man kann jetzt seine eigene Garage gestalten. Das schauen wir uns das Ganze mal an. Es gibt jetzt unten ein neues Feld in der Mitte unter dem Panzer. Garage anpassen. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass es nicht ganz mittig unter dem Panzerdingen ist. Wenn man das einmal gesehen hat, ist mir gerade aufgefallen, dann kann man nicht mehr wegsehen. So sieht das Ganze aus. Man hat dann hier so eine Art Cursor, mit dem man dann hier rumgleiten kann. Man kann auch ein bisschen reinzoomen und rauszoomen. Leider gibt es nur diese drei Stufen. Das hier ist am meisten rausgezoomt. Ich weiß nicht wieso. Und dann kann man hier, am Anfang bekommt man all diese Gegenstände. Die habe ich hier schon mal platziert, exemplarisch. Zwei solcher Fässer. Dann so eine Munitionskiste. Dann irgendwelche Lagerkisten. Drei Absperrzäune und hier so ein Ersatzteildingens. Palette. Und dann kann man hier noch so ein Panzer-Showcase machen. So heißt es auf jeden Fall. Oder Panzerausstellung zu Deutsch. Und dann kann man sich da seinen Panzer aussuchen. Man kann dann hier zum Beispiel Objekte hinzufügen. Hier sieht man das, was im Inventar ist. Zum Beispiel hier ein Panzer. Davon habe ich jetzt von allen habe ich nichts mehr, weil ich das alles schon aufgestellt habe. Hier Munitionskisten, Kistenstapel 2, rostiges Fass, etc. etc. Aber dann gibt es hier noch einen Laden. Und das wusste ich gar nicht. Es gibt nämlich einiges an Sachen, die man hier noch kaufen kann. Halt den Panzer, Munitionskisten, hier generell irgendwelche Kisten für irgendwas. Dann hier nochmal große Kistenstapel. Natürlich hier Fässer, einen Motor. Hier eine Drehbank. Und auch eine Drehbank anscheinend mit einem Kommandanten. Ich weiß jetzt nicht, ob der Kommandant quasi einer ist, den man dabei hat, also so, den man unter seinen Kommandanten hat. Das wäre cool, wenn da zum Beispiel, keine Ahnung, Arnold Schwarzenegger stehen würde an diesem Ding und da ein bisschen ackern würde. Hier ein Jeep zum Beispiel, eine Hebebühne haben wir noch. Dann hier die Palette mit Panzerrädern und Ketten. Dann hier ein Rohr. Wir sehen hier zum Beispiel der Jeep oder die Drehbank zum Beispiel oder auch der Panzer, den man sich hier hinstellen kann, kosten 625 Gold. Der Rest kostet alles nur 500, ach, 50.000 Credits. Also, naja, nicht so viel, würde ich mal sagen. Dann hier wieder so ein Arbeitstisch mit ein bisschen Gerümpel drauf. Dann, ja hier, um so einen Turm zum Beispiel abzulegen und zu reparieren. Dann hier so ein Regal, noch ein Regal, so einmal ein bisschen leer, ein bisschen voll, ein paar Granaten oder ein 60 TP kann man sich in die Garage stellen. Es ist anscheinend in Reparatur, wie hier steht. Kettenrad fehlt hier zum Beispiel, Motor ist offen oder Motordeck ist offen, alle Kommandantenlugen etc. sind auf. Finde ich ganz cool. Dann hier auch Progetto 65 in Reparatur. Geschütz abmontiert und so. Ketten nicht aufgezogen. T-35-85 in Reparatur. Auch ganz cool. Und die kosten dann schon, die drei hier kosten 1250 Gold. Ja, da muss man schon sehr viel Gold ha übrig haben, um sich das zu kaufen. Dann hier zum Beispiel so ein Tiger 1-Turm in Reparatur. Auf diesem, wie ich schon gesagt habe, auf diesem Turm. Station, würde ich jetzt mal nennen. Arbeitsstation, wie es genannt wird hier im Spiel. Dann den 210 E4-Turm gibt es hier noch. Abrams-Turm. Dann hier ein Type-5-Motor. Dann hier Badger 25-Tonnen-Motor. Ja, okay. Ich habe mich gerade kurz gewundert, wieso ist denn die Badger 25-Tonnen, wieso hat der einen größeren Motor? Aber ich glaube, der Type-5 hat mehrere Motoren, irgendwie zwei oder drei. Sonst könnte ich mir das nicht erklären. TNH Motor hier nochmal. Dann hier noch so eine Welle.
Das Wort dafür liegt mir auf der Zunge. Habe ich jetzt gerade leider vergessen. Dann hier nochmal so ein Kran. Ich finde es schade, dass man nicht weiter rauszoomen kann, sonst kann ich Ihnen das hier eigentlich auch voll zeigen. Nochmal eine Kiste voller Schrott oder Metallteile. Etagenbett. Etagenbett belegt sogar. Aber das kostet sofort 625 Gold. Ein Metallstuhl. Finde ich ein bisschen langweilig und dafür 50.000 Credits. Na, weiß nicht. Ein Projektor, eine Tafel, was haben wir hier noch? Ein Besen mit Eimer, ein schwebender Besen, eine Metallbarrikade, also so ein Zaun. Ah, eine Atombombe oder ein Nuklearsprengkopf, was man halt so bei sich stehen hat, ne? 1250 Gold. Interessant. Schallortungsgerät. Auch cool. So mit Anhänger. Oder ein Kaliber 50 Geschütz. Ich finde so ein paar Sachen, zum Beispiel die Nuklearbombe, bisschen random, aber Rest finde ich eigentlich ganz cool und es bietet natürlich super Möglichkeiten. Ich meine, das hier ist jetzt nur die erste Welle an Teilen, die hier drin sind. Es wäre cool, gäbe es zum Beispiel in der Season eine extra oder ein, zwei extra. Ja, wie nennt man das? So Schlüsselkarten hatten wir. Und das in Form von so Objekte. Hier, wie es hier bezeichnet wird. So eine Objekte Schlüsselkarte, wenn man es so sagen kann. Wo man dann, keine Ahnung, eine Schlüsselkarte öffnet, dann kriegt man zum Beispiel, sagen wir zu 5% Wahrscheinlichkeit dann eines der selteneren Teile. Oder hier. Ja, hier steht dann auch selten. Zum Beispiel Nuklearsprengkopf oder hier 50 TP und so. 60 DP. Das ist sowas, wäre cool. Man hat viele Optionen, wenn man denn sowas machen würde. Das bietet sehr viel Potenzial. Aber wenn die das dann jetzt hier einfach so ins Spiel hinzufügen oder es quasi so beruhen lassen, das wäre nicht so cool. Aber ich glaube, genau wie bei den Kommandanten. Am Anfang gab es wenig 3D-Kommandanten, die alle nur sehr standardmäßig aussahen. Und dann über die Seasons gab es dann mehr und mehr Kommandanten, wo dann einige sogar sehr cool aussahen. Und ich glaube, hier wird es auch so sein, dass man dann zum Beispiel, keine Ahnung, es wird dann vielleicht Earn-Ops geben, wo man sich dann, keine Ahnung, einen zweiten Panzer dann hier hinstellen kann oder so. Oder generell so ein paar Dekorationsobjekte für die Garage. Da denke ich, wird Wargaming auf jeden Fall ansetzen. Und ich glaube, das wäre dann auch eigentlich ganz cool, wenn das so sein wird. Kann ich ja natürlich nichts versprechen oder keine Garantie geben, aber es wäre merkwürdig, wenn jetzt zum Beispiel nicht irgendwie sowas wie Geschenke, könnte ich mir vorstellen, dass wenn es zum Beispiel eine Weihnachts-Op gibt und dann gibt es, keine Ahnung, so ein paar, so ein Weihnachtsbaum als Geschenkdingens oder, keine Ahnung, an Halloween, kann man vielleicht in der großen Halloween-Op, wie es sie jedes Jahr gibt, diesmal auch so ein paar Kürbisse erspielen. Sowas oder so einen kleinen Grabstein oder so, wo Frankenstein rauskriecht oder so. Oder irgendein Zombie oder so. Sowas könnte ich mir vorstellen. Das bietet viel Potenzial. Deswegen finde ich das ganz cool. Aber allerdings finde ich das hier bisschen mau. So, ich meine, hier ist ja sehr, sehr viel Platz in der ganzen Garage. Und dass man dann halt am Anfang in Anführungszeichen nur das bekommt, finde ich dann schon sehr sparsam. Also. Natürlich cool, hier nochmal einen seiner eigenen Panzer stehen zu haben. Deswegen, ja. Viel Potenzial kann man aber auch, ja, wenn man es so beibelässt, ja, finde ich es bisschen mau. Man kann das übrigens auch ändern, wenn man es möchte, nämlich hier bei Garagenoptionen kann man hier das Ganze verändern. Ich meine, hier sehen wir schon auf dem Bild, wo der Odys steht, man hat sehr, sehr viele Optionen da. Wenn man mal so über die Zeit vielleicht, wenn man da einiges bekommt, dass man dann seine Garage sehr, sehr schön gestalten kann. Ich meine, das sieht da schon sehr, sehr cool aus. Ich sehe da hinten auch einen Patton stehen, ist es, glaube ich, oder ein Bulldog oder ähnliches. Ja, ich glaube, da wird noch einiges möglich sein. Also, ja, und dann kann man hier zum Beispiel die anderen beiden Garagen zurückholen. Aber ich werde das erstmal so lassen. Mal gucken, was da sich noch entwickelt. Dann noch etwas,
Weil wir sehen ja jetzt hier keinen Schlüsselkartentab mehr. Nämlich, es wurden Schlüsselkarten ersetzt durch Kriegskassen. Kriegskassen gab es vor dem großen Update 6.0, der von vielen Spielern aus oder laut der Meinung von vielen Spielern das Spiel zerstört hat. Ich habe das Update jetzt auch nicht wirklich gefühlt. War jetzt nicht so mein Lieblingsupdate, aber mit der Zeit hat Wargaming alle Fehler oder die meisten Fehler wieder gut gemacht. Das war halt ein großes Update, da wurden zum Beispiel die Kriegskassen damals zu Schlüsselkarten umfunktioniert und dann wurden noch weitere Sachen verändert, zum Beispiel ganze Panzereien wurden verändert, Stufe 1 und 2 wurden rausgenommen, ganz viele Karten wurden entfernt, Karten wurden in HD überarbeitet, etc. etc. Da ist einiges passiert, unter anderem wurden dann halt auch die Kriegskassen entfernt und in Form von Schlüsselkarten weiter funktioniert. Es gibt hier jeden Tag eine Gratis-Schlüssel. Ich werde, glaube ich, eine Zeit lang weiterhin Schlüsselkarten sagen. Einfach weil ich mich jetzt über die letzten 2 oder 3 Jahre fast schon dran gewöhnt habe. Deswegen nehmt es mir nicht übel. Auf jeden Fall diese Kriegskassen gibt es dann hier wieder in den gewohnten 3 Stufen. Hier einmal die gefreiten Kriegskassen. Das sind dann quasi blauen Schlüsselkarten. Die Feldwebel-Kriegskassen. Das sind dann die schwarzen Schlüsselkarten. Und dann hier die Generalkriegskassen. Das sind dann die roten. Sehen dann dementsprechend auch ein bisschen edler aus. Hier haben wir dann zum Beispiel eine andere Farbe und ein bisschen hochwertigere Kiste und dann hier auch sehr schön geschmückt. So kann man sich das merken. Und dann hier täglich gibt es so eine kleine Billo-Kiste. Ich weiß zwar nicht ganz genau, was man daraus bekommen kann. Heute habe ich so Rationen und sowas bekommen. So Rationen, verbesserte Ersatzteilkiste, Kiste etc. Also, naja, nichts Besonderes. Das wollte ich hier nur mal erwähnt haben. Dann kommen wir zur Season. Und bevor wir uns den ultimativen Season Pass Panzer angucken, kommt's zur Season an sich. Und lasst mich natürlich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von den Änderungen dieser Season haltet. Vielleicht sagt ihr, oh, da ist vielleicht nicht ganz das dabei, was ihr euch erwünscht hättet. Oder vielleicht sagt ihr, boah, genau mein Ding. Finde ich, ist eine sehr, sehr gelungene Season. Gucken wir uns einfach mal an, was es hier so gibt. Ich glaube, es wird wie immer zusammen mit den Schlüsselkarten so etwa 3000 Gold geben. Wieder Millionen an Silber, irgendwie 3 Millionen sind es häufig. Paar Tage Premium, ich glaube 7 Tage. Irgendwie sowas. Ich glaube, ehrlich gesagt habe ich mir jetzt nicht die Zeit genommen, das hier alles zusammenzurechnen, genau wie viel Gold es das gibt oder genau wie viel Silber. Es wird einen großen Betrag von beidem geben und auf jeden Fall mindestens genug Gold, dass ihr euch den nächsten Season Pass auch noch leisten könnt. Deswegen ganz entspannt. Auf Stufe 25, wenn ihr euch den Season Pass für 2000 bzw. 6000 Gold geholt habt, gibt es den Škoda T40. Škoda T40 ist auch bekannt unter dem Namen Čička oder so. Auf jeden Fall der gleiche Panzer quasi mit der tschechischen Flagge dran. Dieser Škoda ist, würde ich jetzt mal sagen, nichts Besonderes in irgendeiner Weise. Man hat eine gute Sichtweite, man hat eine gute Mobilität. Können wir uns hier nochmal angucken. 50 km vorwärts, 17,5 PS pro Tonne, gute Geländewiderstandswerte, 6 Grad Gun Depression, nicht viel, schlechter Tarnwert, gute Sichtweite, gute DPM muss man im Ding lassen, 220 Alpha-Schaden, 145 Durchschlag auf der Stammmunition, 200 auf der Premium-Munition. Premium-Munition ist der Heat, müsst ihr aufpassen, Durchschlag ist also ja, in Ordnung auf der Stufe. Schüsse fliegen recht langsam, 773 auf der Stammmunition. 600 auf der Premium-Munition, da kann man quasi hinterher spucken. Zielerfassung 2,3 Sekunden für ein Medium, ja, nicht so das Beste. Genauigkeit bei Fortbewegung und Genauigkeit bei Drehung des Turmes, sehr schlecht.
Dann haben wir hier noch Genauigkeit auf 100 Meter 0,37. Auf der Stufe gar nicht so schlecht, aber na, immer noch nicht gut. Und Nachlaufzeit von 6,9 Sekunden. Ja, Skoda ist so ein Panzer, den bekommt man so, man fährt ihn nicht und er existiert einfach. Es ist kein Panzer, wo man hinterherheulen müsste, von wegen, oh, ich hab's nicht mehr geschafft, mir den zu holen. Er ist so toll, der Panzer. Nee. Es ist nett, ihn zu haben, aber ich weiß jetzt nicht, ob es viele Spieler geben wird, die diesen Panzer mögen werden. Weil er eben, ja, nichts Besonderes ist. Vor allem der Forschungsbaum Skoda ist auch deutlich besser. Der Skoda T25. Oder, keine Ahnung, zum Beispiel der 40 TP. Auch ganz cool auf der Stufe. Da gibt es ja noch T3485 natürlich, T3485M auch sehr gut. Ja, einfach so ein Nichtspanzer irgendwie. Nichts Besonderes so. Aber, naja, existiert. Nimmt man mit. Ne? Nimmt man mit. Und Panzerung, ja. Wie man schon sieht, ein Geschenk für ein KV2, also. Ne? Kann man eigentlich überall mit der HE vom KV2 durchschlagen, außer vielleicht an der Front. Aber sonst, obwohl auch an der Front 65 mm, wenn ihr nicht in einem schlechten Winkel drauf schießt. Da kommen wir mal weiter. Hier ist nichts. Dann gibt es hier halt Stufe 55. Gab es vorher mal die blaue Schlüsselkarte, jetzt gibt es hier die Gefreitenkriegskasse. Den Namen muss ich mir merken. Ist nicht mehr nur blau, schwarz und rot. Sondern Gefreite und Feldwebel, glaube ich, heißt das hier auf Stufe 69. Ja, Feldwebel, Kriegskasse unter die. Wer ist das andere Ding? Naja, kommen wir gleich noch zu. Auf Stufe 75, auch mit dem 2000 bzw. 6000 Goldpass, der M41D. Ein Light, den ich mir tatsächlich mal gekauft hatte. Ich hatte ein bisschen Geld zusammengespart und. Können wir uns hier mal genauer angucken. Hat ein bisschen Geld zusammengespart und dann mir den Panzer halt geholt. Und habe ihn 4, 5 Runden gespielt und habe mir dann gedacht, ist ein Bulldog. Ja, der Panzer ist halt ein Bulldog. Also viel zu sagen gibt es dazu nichts. Wer das schon mal den Forschungsbaum Bulldog gespielt hat und gesagt hat, ja, der Bulldog hat mir Spaß gemacht, der wird mit diesem Panzer auch Spaß haben. Wer gesagt hat, ah, Bulldog finde ich eher nicht so cool, mag ich nicht den Panzer. Der wird auch mit diesem Bulldog keinen Spaß haben. Schauen wir uns den Panzer mal an. Ich habe jetzt hier fairerweise Equipment drauf, deswegen sind die Werte hier verfälscht. Aber 31,2 PS pro Tonne hat man. Ausgebaut hat man 3000 dpm, was sehr stark ist, typisch Bulldog. 0,26 Genauigkeit, sehr gut. Ist halt sehr genauer Panzer. Aus der Fahrt und aus der Turmdrehung, das heißt, man kann. Ist der Panzer sehr genau, das heißt, man kann aus der Fahrt hier und da mal einen Schuss treffen. 9 Grad Gun Depression auch nicht. Nicht schlecht. 576 Meter Sichtweite mit meinem Setup und 283 Meter Tarnwert. Auch der Durchschlag nicht schlecht. 292 auf der Standmunition, 227 auf der Prämunition. Und die Granaten fliegen auch schnell. Da haben wir noch eine Einzelzeit von 1,35 Sekunden. Das ist sehr schnell. Macht den Panzer sehr, sehr angenehm zu spielen. Aber ich kann es nur wiederholen. Wer von euch schon mal den Bulldog ausgetestet hat und gesagt hat, nee, nicht so meins, der würde mit diesem Panzer keinen Spaß haben. Aber ich würde sagen, der Panzer ist an sich ganz cool. Man muss nur mit dem Ding warm werden. Sonst wird das wirklich nichts. Man kann das Ding so oft spielen, wie man will, wenn man am Anfang, zumindest für mich, bin ich nicht mit dem Ding warm geworden. Aber vielleicht kommt es noch. Ich habe jetzt bisher nur 8 Runden auf dem Panzer. Deswegen so ein großes Urteil kann ich mir davon nicht schmieden. Dann machen wir mal weiter mit der nächsten oder den nächsten Belohnungen. So, wer ist jetzt diese große Kriegskasse? Generalskriegskasse. Alles klar. Ja, ich bin noch in den Schlüsselkarten drin, deswegen. Auf Stufe 100
Dann ohne Season Pass auch, also auch wenn man sich gar nichts gekauft hat, gibt es dann den Emil 1951. Ein Panzer, den ich persönlich nicht mag, bin ich ehrlich. Den aber viele Spieler mögen. Ich muss hier mal kurz gucken, habe ich hier Equipment drauf? Nee, tatsächlich nicht. Also das sind dann wirklich diese Werte, die der Panzer dann noch hat. Da kann man sich schon mal erspielen in einer Op, wie wir sie letztens hatten. Ich glaube, letztens war es die Schlacht um Stalingrad. Da so eine ähnliche Op gab es schon mal vor ein paar Monaten davor. Da konnte man sich auch das Objekt 752 sicher spielen und da habe ich mir dann den Emil 1951 geholt. Ich habe den Barracuda, der ist dem Emil sehr ähnlich. Er hat ein bisschen weniger DPM, der Barracuda, dafür aber eine bessere Oberwandpanzerung. Ne? Generell, Emil auf Stufe 8 finde ich funktioniert nicht so gut. Ich mochte auch den Forschungsbaum Emil nicht so gerne, aber ist natürlich nur meine Meinung. Es gibt viele Spieler, die diese Panzer sehr mögen. Ich bin keiner davon, deswegen seht mir ein bisschen nach, wenn ich hier vielleicht ein bisschen zu kritisch bin. 45 kam mal vorwärts, ganz gut. Ein solides Leistungsgewicht von 15,17. Geländewiderstandswerte ja, sind nicht besonders gut oder durchschnittlich für ein Heavy auf der Stufe. Deswegen ja, ist man ein bisschen langsamer als diese 15 PS pro Tonne. 360 Meter Sichtweite, nicht viel auf der Stufe. Müsst ihr vielleicht eine Optik mitnehmen, sonst seid ihr blind. 12 Grad Gunpressure haben wir typisch für die schwedischen Panzer oder schwedischen Heavies zumindest. 33 Sekunden nach der Zeit, man hat einen Autoloader, selbstverständlich. 3-Schüsse-Magazin, 2,75 Sekunden zwischen den Schüssen und 360 Alpha-Schaden. Wie gesagt, für das Magazin lädt man 33 Sekunden nach und man hat dann ein DPM von 1685. Auch das, nicht viel, aber naja, es ist auch ein 3-Schuss-Autoloader und welcher 3-Schuss-Autoloader hat schon sehr gute DPM? Dann noch die Genauigkeit. Genauigkeit oder das Gunhandling im Allgemeinen. 2,7 Sekunden Einzelzeit, nicht gut. Gunhandling aus der Fahrt ist schrecklich. Das heißt, man möchte auf jeden Fall mit mobiler Schütze und Stabilisator das Ding spielen, weil sonst ist das Gunhandling wirklich echter Murks. Man möchte auch Rationen reinbauen, um das Gunhandling noch besser zu machen. Und man möchte noch den Genauigkeitsbug haben, damit das Gunhandling akzeptabel ist. Das finde ich sehr, sehr nervig bei dem Panzer. Wenn man Top Speed fährt, dann trifft man eigentlich gar nichts. Aus der Fahrt müsst ihr gar nicht versuchen zu schießen. Ja. Oder 0,4 Genauigkeit standardmäßig. Auch das nicht besonders gut, nicht der Rede wert. Ja, macht der Panzer ein bisschen unangenehm zu spielen manchmal, wenn man dann so viele Schüsse daneben schießt, so eine schwache DPM hat. Ja, und dann dafür so lange nachlädt. Und dann der Durchschlag, noch ein Lowlight dieses Panzers, 217 auf der Standardmunition. Das ist nichts. Und auf der Prämunition 242. Oder sagen wir, 217 auf der Standardmunition ist gar nicht so schlecht, aber dann die 242 sind dann extrem schlecht. So, auf der Stufe. Nochmal so im Vergleich, der T-77 hat eine ähnliche Nachladezeit, hat eine bessere Mobilität. Hat zwar nicht die Gun Depression, hat ein besseres Gun Handling, hat mehr Sichtweite, zwar auch nicht die Panzerung, aber eine ähnliche Nachladezeit, eine bessere Nachladezeit zwischen den Schüssen, eine bessere Einzelzeit, einen deutlich besseren Durchschlag. Auf der Standardmunition hat der T-77 233 und auf der Prämunition 300. Ja, und dann fliegen die Granaten noch schneller als beim Emil. Obwohl sie hier schon recht schnell fliegen, muss man sagen. Ich bin kein Freund vom Emil 1951 oder vom Barracuda. Sind einfach nicht so meine Panzer. Aber die, die generell Heavy Fight, Heavy Hügel Fight auch
mögen, die werden mit dem Panzer deutlich zurechtkommen, weil die Panzerung hält schon einiges stand, würde ich jetzt sagen. Man hat natürlich hier die 250 mm Front, und dann hier auch dementsprechend eine sehr gut angewinkelte Turmfront. Wenn man einen Gun Depression nutzt, wird das natürlich dementsprechend stärker. Das heißt, der Turm ist sehr, sehr schwierig zu durchschlagen. Man sieht diese Kommandantenluke, diesen orangenen Ring da oben. Das ist die Kommandantenluke, die kann man sehr, sehr schwierig nur treffen. Und ja, dann hier natürlich Turmring, Turmbacken. Wenn man dann zum Beispiel so steht, kann man den Panzer schon durch die Turmseiten schießen. Sehr, sehr nervig. Das heißt, man muss immer die Turmfront gerade zum Gegner halten, nicht irgendwie links und rechts wie bei der Maus oder beim EN-100, dass die Panzerung stark wird, sondern gerade auf den Gegner zuhalten, sodass die Panzerung gut bleibt. Unterwanne ist Papier. Oberwanne 100 mm auch nicht besonders stark, vor allem weil der Panzer recht klein ist. Ist es noch so, dass die meisten Panzer höher sind und dann somit auch eigentlich immer die Oberwanne durchschlagen können. Manche gleichstufige Fahrzeuge können einen im Facehug auch mit Standardmunition durch den Turm schießen. Weil wenn dann zum Beispiel hier etwa auf diesem Winkel hier drauf gucken, dann werden aus den 180 mm nicht mehr so wie hier zum Beispiel 230, 240, sondern so sind das dann nur 210, 220 so. Und da können dann schon einige durchschlagen. Müsst ihr also aufpassen. Dann 35 mm Seitenpanzerung müsst ihr aufpassen. Jeder Panzer mit zum Beispiel einer 10,5, obwohl eine 10,5, ich rechne gerade, nee, 10,5 nicht mehr, aber alles über 105 mm kann euch an den Seiten overmatchen. Zum Beispiel klassischerweise ein IS oder generell alle sowjetischen Heavies oder zum Beispiel so ein KV-4. Der hat eine 107 mm Kanone, mit der kann er euch hier overmatchen. Das heißt, auch in diesem Winkel kann er euch hier an den Seiten durchschlagen. Und wir sehen auch an den Turmseiten hat er diese Millimeteranzahl, da kann man auch sehr, sehr leicht durchschlagen werden. Ja, oder auch hier hinten. Hier kann man sogar von 91 mm Kanonen durchschlagen werden. Es ist alles sehr situationsabhängig, diese Panzerung. Leider muss man auch sagen, man ist auch sehr arti-anfällig, wegen seinen. Ja, natürlich hat man jetzt hier am Turm diese Seiten, 30 mm nicht besonders viel, auch hier 35 mm nicht viel. Und dann, was hat man hier noch? Ja, genau, hier dann nochmal 18 mm am Motordeck und auch am Turmdach. Wenn man das Turmdach sieht, kann man das auch durchschlagen. Ja, nicht besonders gut gepanzert. Wenn er nicht gerade Halldown steht und seine 12 Grad Gun Depression einsetzt. Deswegen passt er auf, was er mit diesem Panzer macht. Im Hügelkampf sehr stark. Im Nahkampf vor allem. Als Top-Tier, muss ich noch dazu sagen, weil der Durchschlag auf der Prävention reicht nicht gegen 10er. Bei Weltem nicht. Das ist dann ärgerlich, aber im Stadtkampf Sidescrapen, nein. Das wollt ihr nicht machen. Ihr wollt vielleicht dann so ein bisschen die T-77-Rolle einnehmen, was er natürlich nicht so gut kann wie der T-77, dass ihr dann um eine Ecke lauert und dann halt klippt. Rausfahren, klippen. Das dauert bei diesem Panzer natürlich nochmal deutlich länger als beim T-77. Aber ich finde natürlich, viele Panzer oder viele Spieler werden mit dem Ding Spaß haben. Und manche Spieler werden ihn dann wahrscheinlich eher nicht spielen. Dann gehen wir nochmal auf Stufe 100. Da gibt es dann noch einen Panzer in dem Season Pass für 2000 Gold bzw. 6000 Gold. Ein Cold War Ära 1 Panzer. Ach, Ära 2, ne? Ära 2 war das. Müsste Ära 2 sein. Der Bandit, das ist ein neuer Panzer, ein Söldnerfahrzeug. Ich meine, der ist jetzt hier betitelt als unabhängige Nation
Aber ja, es ist ein Söldner. Er wurde auch als der erste Söldner angepriesen, deswegen, ja, es ist ein Söldner. Hat ja auch eine Leopard 1 Wanne. Hier steht zum Beispiel auch Bandit dran. Das ist natürlich kein historischer Panzer, wenn man den Namen des Panzers an die Seite dran schreibt oder einen Totenkopf aufs Dach malt. Vom optischen her muss ich sagen, finde ich ihn sehr, sehr cool. Hier mit so schon sehr verdreckten, von einer sehr verdreckten Tarnung hier. Man erkennt noch das Tarnmuster, wurde ein bisschen drüber gemalt, paar Bleche wurden dran geklebt, hier sind Holzbretter drauf. Finde ich sehr, sehr cool vom Design, gerne mehr davon. Man sieht hier natürlich die Leopard 1 Wanne. Turm, ich bin jetzt nicht so Cold War geschult, aber sieht man nach einem eher sowjetisch angehauchten Turm aus. Obwohl die Form dann doch schon ein bisschen merkwürdig erscheint. Und Kanone, keine Ahnung, von der Kanone, so vom Kanonenäußeren kann ich das nicht gut beurteilen. Schreibt es gerne in die Kommentare, von welchen Panzern genau die einzelnen Panzerteile sind. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich bin ja nicht so ein Cold War-Freund. Und gucken wir uns erstmal die Panzerung an. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen. Hier in Cold War gibt es ja andere Panzerungsmaßstäbe, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, aber ich sehe ja hier, ja, okay, Leopard-Wanne halt. Gibt es halt nicht so viel Panzerung. Hier sehe ich schon mal Turmbacken. Recht gut gepanzert. Ich glaube, das sind noch mehrere Schichten, oder? Nee. Habe ich denn nicht gerade irgendwas gesehen? Ist das hier nicht die Space Armor? Ja. Auch das muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht so genau, wie die Space Armor Geschichten in Cold War funktionieren. Aber das hier sieht mir dann aus, dass der Turm recht gut gepanzert ist. Wenn das hier so 90 mm sind und dann sind die halt nochmal 235 mm Panzerung. Aber ich glaube, auf der Stufe gibt es dann einiges, was es trotzdem noch durchschlagen kann. Deswegen, ja, und auf Turm, Panzerung. Ich glaube, man kann gut was mit dem Turm abprallen. Auch hier Kommandant-Luke kann man einfach durchschlagen. Würde jetzt hier kein großes Problem panzerungstechnisch darstellen. Auf jeden Fall zur Bekämpfung nicht. Dann schauen wir uns hier das nochmal an. Ich kann die Werte wie immer nur vorlesen, weil ich keine Ahnung habe, wie gut das ist. 6 Grad Gun Impression erscheint mir schon mal recht wenig, fällt mir sofort ins Auge. Panzer scheint sehr mobil zu sein, klassisch Leopard. 32 km rückwärts, 70,6 vorwärts, 22,37 PS pro Tonne. Geringe Brandwahrscheinlichkeit, 2600 Strukturpunkte. Gute Geländewiderstandswerte, ein sehr guter Tarnwert, das heißt, man wird gut mit seinem Tarnwert arbeiten können. Sichtweite 495 auf der Stufe, glaube ich, ganz in Ordnung. Nachladezeit 980. 89. Nachladezeit 9,8 Sekunden. 0,35 Genauigkeit ist, glaube ich, nicht ganz so stark auf der Stufe. 2,3 Sekunden Einzelzeit, auch das auf der Stufe nicht das Beste. 3.366 Schaden pro Minute. Auch das gut zu gebrauchen. Dann sehe ich hier schon mal das klassische Cold War Problem, von dem ich gehört habe, nämlich Schaumunition ist eine APF SDS Munition, was ein Name, mit 408 mm Durchschlag, und unter Primzahl hat man eine Heat. Und das Problem bei Heat ist, dass Heat große Probleme hat, Ketten oder Spaced Armor zu durchschlagen. Und naja, auf der Stufe haben sehr, sehr viele Panzer sehr, sehr viel Spaced Armor. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, damit was zu machen. Deswegen werden viele wahrscheinlich sehr viel Standardmunition mit dem Ding schießen. Deswegen kann man dann wahrscheinlich auch gut Credits machen, weil 165% Silberbonus, damit wird man ordentlich Credits farmen können. Weil man halt eben auch, weil die Prämunition nichts taugt, kann man halt nur Standardmunition schießen. Und die ist dann, glaube ich, auf der Stufe doch noch ganz in Ordnung. Und 1785 Meter die Sekunde, da muss man ja quasi gar nicht vorhalten, selbst auf große Distanzen. Aber ich gucke hier mal kurz in den Cold War Modus rein. Das wollte ich jetzt nicht. Cold War wollte ich mir hier mal anschauen. Was denn so auf Ära 2 normal vom Durchschlag her? Hier haben wir 370.
354. Der Durchschlag scheint ganz gut zu sein. Ich sehe ja hier 218. Haben wir hier die 208 von dem Panzer, der im Season Pass drin ist. Cobra Cat hat 415. 300. So wie ich das hier sehe, ist der Durchschlag auf jeden Fall in der gesunden Mitte drin. Ja. Also keine Schwierigkeiten beim Durchschlag. Aber naja, die Heat, ja, ist jetzt nicht besonders stark. Wieso steht denn hier auf einmal 372 Meter Tarnwert? Hä? Ich hätte schwören können, da stand gerade ein anderer Tarnwert. Vielleicht habe ich mich da irgendwie verguckt. Vielleicht habe ich einen Knick in der Linse. Habe ich mich wahrscheinlich vertan. Der Tarnwert ist dann dementsprechend nicht gut. Muss ich hier nochmal gucken. Vielleicht habe ich Geister gesehen. Naja. Ich glaube, der Panzer wird vielen Spielern gefallen, aber jetzt keinen großen Schrei erwecken. Aber als erster Söldnerpanzer, glaube ich, ganz cool. Vor allem, weil er auch sehr cool aussieht, meiner Meinung nach. Und dann zum Moment der Momente, der ultimative Season Pass Panzer Ruthless. Können wir uns immer hier genauer angucken. Er sieht schon mal sehr, sehr ulkig aus, muss ich sagen. Passt von den Proportionen her, finde ich überhaupt nicht. Finde ich aber deswegen auch ein bisschen lustig. Erinnert mich so ein bisschen von der Machart der Wanne an den Hartkäse, der hinten auch viel Space Armor hat, an den Seiten auch ein bisschen. Finde ich natürlich auch sehr cool, den Panzer. Hier mit so Flammen und Totenköpfen an der Wanne. Und alles so einen alten, verrosteten Look auch. Zumindest die Bleche an den Seiten. Unschwer zu erkennen hat man hier den Turm vom Tenacity 4, die Wanne vom TNH 105-1000 und die Kanone vom FO-4005. Wobei die Werte ein bisschen anders sind, dazu kommen wir gleich noch. Kommen wir mal zu den Werten. Schon mal, was mir sofort ins Auge fällt, 38 km Top Speed wird man niemals erreichen. Vielleicht bergab, aber ich sehe sehr schlechte Geländewiderstandswerte. Und ein Leistungsgewicht von 11,79, was auch nicht gut ist. Das heißt, das Ding wird arschlangsam sein und dann dementsprechend gezwungen sein, teilweise auch Heavyline zu fahren. Ja, müssen wir mal gucken, wie das denn so wird. Tarnwert auch schwach, sehr schwach sogar. Das heißt, groß snipen mit dem Ding wahrscheinlich eher nicht. Auf jeden Fall nicht. Sneaky in irgendwelchen Gebüschen drin stehen. Sichtweite 380, eigentlich ganz gut. Oder voll in Ordnung auf der Stufe. 6 Grad Gun Impression. Ja, E4 typisch. Nicht viel. Langsame Turmdrehgeschwindigkeit sehe ich hier gerade. Was die mit der Wanddrehgeschwindigkeit? Wo ist die? Wanddrehgeschwindigkeit 28 Grad. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, ihr müsst aufpassen, wenn ihr den Panzer habt und eure Wanne mit dem Ding dreht, da muss der Turm immer nachdrehen. Weil die Wanne deutlich schneller dreht als der Turm. Auf jeden Fall von Grundwerten hier müsst ihr dann auf jeden Fall aufpassen. 0,4 Genauigkeit, auch das ja, nicht besonders gut. Nachladezeit 33 Sekunden. Mein FV215B183. Können wir mal kurz nachgucken. Jetzt bin ich hier noch ein Codewort drin. Zum Weltkrieg. Schnell, bitte. Jagdpanzer. 10er. Da müsste er hier schon sein. Mal gucken, wie schnell der nachlädt. Ich glaube, der lädt deutlich schneller nach. 22 Sekunden. Wahrscheinlich kriegt man das vom Ruthless auch recht weit runter, irgendwie auf 25 oder vielleicht auch die 23, aber ich glaube, so weit nicht ganz. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Deswegen DPM schon mal 2100, das ist sehr schwach. Deswegen auch DPM-technisch kein Problem, da irgendwie, dass er overpowered ist. 3,1 Sekunden Einzelzeit, das ist sehr schlecht. Also, es dauert Ewigkeiten, bis das Ding eingezählt ist. Aber ich sehe, das Gunhandling an sich in Ordnung.
würde ich jetzt mal sagen. Also so Genauigkeit bei Fortbewegung, bei Turmdrehung, gar nicht so schlimm, wenn man so sagen kann. Also ja. Und dann die typische RV-Kanone mit 310 Durchschlag auf Sprengmunition, 230 auf der HASH und 92 auf der HE. Bei den HASH und HE-Werten muss ich mir gleich nochmal den richtigen RV angucken. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob die genauso sind. Da kommen mir die Werte ein bisschen anders vor. Und dann halt auf der Sprengmunition Schaden 1150, auf der Prävention 1450, auf der HE 1650. Typisch für den RV, also auch da nichts Besonderes. Granaten alle 830 Meter die Sekunde schnell. Ja, können wir uns nochmal die Panzerung angucken. Wie wir schon sehen, die haben die Panzerung von der TNH-Wanne nicht verändert. Auf jeden Fall sieht es mir nicht danach aus. Wanne ist recht schwach gepanzert, das heißt, die kann man gut durchschlagen. Klar, wenn die im Autobahnwinkel steht, dann habt ihr da wenig Chance, die Oberwanne zu durchschlagen. Aber Unterwanne riesengroß, ja, schwer zu verstecken, leicht zu durchschlagen. Auch für Low-Tier-Panzer, was ich sehr, sehr schön finde. Weil Achter werden hier locker durchkommen, egal ob Stock oder nicht. Da fällt mir jetzt gerade kein Achter ein, der dann nicht durchkommt. Turmseiten, E4 halt 152 mm. Kommandantenluke 203. Lasst euch von den 203 mm nicht täuschen. Die sind hier zumindest zur Front sehr gut angewinkelt. Da wird man schwierig durchkommen. Also 250 braucht man da mindestens, würde ich sagen. Dann Turmfront halt E4 typisch sehr gut. Und ich glaube, das hier könnte ein Weak Spot sein. Zumindest wenn man ja, einen guten Durchschlag hat oder vielleicht ein bisschen größer ist als der E4 oder als der Ruthless in diesem Fall. Da habe ich jetzt gerade, glaube ich, ein bisschen an mein Mikrofon gespuckt, glaube, war nicht so schlimm. Das würde man, glaube ich, ganz gut durchschlagen können mit, keine Ahnung, einem IS-4, wenn er über ihm steht. Prämunition dann auch. Oder Obeck 277, diese 340 oder 330 plus Durchschlagpanzer. Die werden da durchkommen. Ja, aber panzerungstechnisch finde ich jetzt keine große Überraschung. 80 mm an den Seiten. Auch das nichts Besonderes. Nicht schlecht, aber in Ordnung, würde ich sagen. Da haben wir noch ein bisschen Space Armor. Mal gucken, wie dick. Hier haben wir an den Seiten 20 mm. Zweimal sehen wir das. Können wir hier so einen guten Winkel drauf bekommen? Ja, genau, hier sieht man das ganz gut. Auf der rechten Seite haben wir einmal diese angeschrägten Platten und einmal diese geraden Platten an den Seiten. Beides 20 mm. Gibt da, glaube ich, sogar eine Stelle, da kommt man. Da sind dann die beiden Schichten übereinander. Muss man aufpassen, da kommt man wahrscheinlich sehr schlecht durch. Aber sonst wird man die Seiten auch durchschlagen können. Heck ist bei dem Panzer nicht HE anfällig, weil hier sehen wir, das sind dicke Schichten Space Armor vor. Das heißt, das Heck kann man durchschlagen, aber zum Beispiel, wenn der Panzer so zu einem steht, der Panzer hat noch nicht angefangen und da guckt dann schon die Space Armor raus, aber an der Space Armor wird man ihm, solange es keinen Bug gibt, nicht durchschlagen können. Dementsprechend ganz gut. Ja, und dann hier noch so diese kleinen Radkästen. Und ja, so sieht der Panzer aus. Ich muss sagen, er wirkt für mich gut oder durchschnittlich ähnlich gut gebalanced wie der Murat letzte Season. Als ich den Panzer gesehen habe von den Grundwerten, habe ich mir gedacht, oh Gott, Avery 2.0. Aber jetzt, wo ich mir das alles genauer angeguckt habe, kann ich auf jeden Fall vorerst Entwarnung geben, dass der Panzer nicht viel zu stark ist. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Haben die, denke ich, gut gebalanced. Aber was immer das Problem sein wird, zu Beginn der Season kaufen sich alle diesen Panzer. Und Stufe 10 ist unspielbar. Ich habe schon einen Screenshot gesehen mit 16 Ruthless in einer Runde. Spielt keine HE-anfälligen Panzer. Oder HASH-anfälligen Panzer. Spielt, keine Ahnung, Type 5 oder so. Oder Maus. Dann werdet ihr auf jeden Fall von der HASH nicht so penetriert. Aber dafür gibt es ja die AP. Also, naja. Vielleicht spielt ihr doch lieber irgendwie
was anderes. Also ich werde erstmal die nächsten paar Tage keine Stufe 10 anfassen, geschweige denn Stufe 9. Stufe 8 werde ich vielleicht mal in ein 10er-Gefecht reinrutschen, leider. Und sonst werde ich, keine Ahnung, Robben klatschen oder so. Nein, keine Ahnung. Stufe 6, 7 oder so spielen. Wird sich schon was finden. Und dann wollte ich noch die Werte mit dem normalen FV vergleichen. 230 auf der Hash und 92 auf der Prävention. Okay, ich sehe, die Hash haben die ein bisschen angepasst. Also, meine eigentlich die HE. Die ist gleich geblieben mit 92 mm und die Hash ist 10 mm an Durchschlag verloren. Mit 230 beim Ruthless und hier beim richtigen FV oder bei beiden richtigen FVs 240. Also, ich finde, der Ruthless ist Wargaming sehr gut gelungen. Der Panzer ist, meine ich sogar auch ein Söldnerpanzer, so wie er halt auch aussieht. Ich weiß jetzt nicht, zu welcher Nation der gehören sollte. Kann uns ja hier nochmal kurz angucken. Bei Premiums ganz nach hinten durch. Hier wäre es nochmal cool, könnte man irgendwie hier schneller durchscrollen. Das dauert manchmal sehr, sehr lange. Und natürlich gibt es dann auf dem Vorschaubild der Season schon mal kleine Teaser, was denn so für neue Söldnerpanzer reinkommen werden. Zum Beispiel habe ich da gesehen, ein Panzer mit einer Tiger-2-Wanne, einem Paladin-Turm und der Defender-Kanone, so scheint es mir, könnte vielleicht ein Stufe 9-Fahrzeug werden. Wenn es Stufe 8-Fahrzeug wird, dann würde ich alle Schotten dicht machen. Das wirkt dann ein bisschen zu stark. Aber hier, Ruthless sehen wir hier zusammen mit dem Nemesis und dem Lehmann-Russ. Die drei Söldner auf Stufe 10. Sicht von 360 beim Nemesis. Okay, krass. Ja, das ist der Ruthless. Dann ist die Season eine gute Season. Ich würde sagen, bis jetzt, Klopf auf Holz, würde ich sagen, hat Wargaming nichts falsch gemacht. Bietet viel Potenzial diese Season. Natürlich kommt jetzt hier noch das Monster-Event. Es werden, wie auch auf dem Vorschaubild geteasert, neue Söldnerpanzer ins Spiel finden. Dann, vielleicht kommen ja in Zukunft andere Dekorationsmöglichkeiten oder mehr Dekorationsmöglichkeiten oder Möglichkeiten, sich diese Dekorationsmöglichkeiten zu erspielen. Und ja. Dann wurden Kriegskassen umfunktioniert. Dann wurden noch zwei Karten hinzugefügt für den Zweiter Weltkriegsmodus. Minen ist von Stufe 9 bis 10 verschwunden. Dafür kam jetzt Kloster wieder zurück bis Stufe 10 und 11, glaube ich auch. Also dann Ära 1. Da weiß ich noch nicht so ganz genau. Ich hoffe, das entfernen die wieder. Ich finde auch Geisterstadt auf diesen Stufen schwierig. Ja, es wird viel Potenzial bieten und es ist schön, dass die neuen Panzer gut gebalanced sind. Ich hoffe, das bleibt so und behalten sie sich für die nächsten Seasons haben. Behalten die bei. Das wäre auf jeden Fall mein Wunsch an Wargaming, dass das denn so bleibt und dann freue ich mich auf jeden Fall auf die Season und ja, jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, gibt es denn noch irgendwas, was ich vergessen habe, irgendwas ganz Wichtiges? Scheint mir nicht so, fällt mir wahrscheinlich erst wieder nach der Aufnahme ein. Aber solange es mir jetzt nicht einfällt, würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Ruthless oder zu den anderen Panzern aus der Season in die Kommentare. Werden sich wahrscheinlich schon einige den Ruthless gekauft haben. Was haltet ihr von den neuen Garagen? Ja, Anpassungsoptionen und ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde euch sagen, viel Erfolg auf dem Schlachtfeld und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.